Hallo, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich bin irgendwie noch total müde. Ich habe heute viel zu wenig geschlafen. Für mich geht es heute auf meine dritte Master of Hardcore mit der Claire zusammen. Wir haben mega Bock. Wir haben heute Freitag, fahren jetzt schon relativ früh los, dass wir noch den ganzen Freitag haben. Wir gehen noch in so einen Pflanzenladen. Samstag ist dann das Festival tagsüber. Das Wetter ist richtig beschissen. Aber naja, ich hoffe, es regnet nicht ganz so stark, wenn ich Auto fahre. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir sind erst angekommen und wir zeigen jetzt mal unser Zimmer. Man sieht es gerade gar nicht richtig, aber wir haben einfach ein Bett. Dann haben wir einfach noch ein Bett. Dann haben wir eine Kaffeemaschine mit sonst was. Wir parken einfach hier direkt vor der Haustür. Ich kann mal mein Reiseoutfit zeigen. Ich liebe diese Hose. Wir holen jetzt unsere Sachen. Hallo! Ich hab gehofft, da sind wir wieder! Hi! Das Ganze immer unsere Pflanzenausbeute. Wir können später mal ein kleines Unboxing machen. So, willkommen zu unserem Pflanzen-Unboxing. Ich fange einfach mal mit meinen Crotons an. Ich habe zwei Stück. Das ist einfach Croton, Croton. Steht nichts dabei sonst. Croton Mami und guck mal bitte, wie süß sie ist. Wir haben noch weitere Pflanzen, allerdings sind die gar nicht alle für uns, sondern ganz viel für Freunde und Arbeitskollegen tatsächlich. Wir haben hier eine variegierte Pilea. Dann haben wir ein Syngonium Mottled Mojito. Der ist so auch schön. Nicht für mich selber. Dann haben wir einen großen Syngonium Model Mojito. Der passt gar nicht aufs Bild drauf, so der groß für mich. Wie der ist. Wir haben noch eine Alocasia Frydeck. Habe ich nicht, die habe ich gekillt, aber eine andere habe ich gekillt. Ich kann das leider nicht. Habe ich mir letztes Jahr schon mal gekauft, geht mir gerade daheim ein, deswegen wird sie jetzt einfach ersetzt. Da muss sie durch. Ich habe so ein Efeututenproblem. Ich liebe alles, was hängt. Die hängen es offensichtlich noch nicht. Das hier ist Efeutute Happy Leaf. Das sieht so aus. Und dann habe ich noch das Skindapsus. Da könnt ihr selbst lesen. Die sieht so aus. Dann haben wir hier noch ein wundervolles Exemplar einer Pink Princess. Ah ja. Jetzt seid ihr euch. Genau. Beautiful. Meine größte Errungenschaft tatsächlich. Für den Moment, sagen wir es mal so, für den Moment. Sonntag gehen wir ja noch mal, haben wir noch gar nicht gesagt. Eine Monstera Adansoni Mint Variegata. So schön. Ist in Deutschland so bei einem Preis von 80 Euro ungefähr für die Größe. Und ich habe sie für 20 bekommen. So, wir haben einfach Room Service bekommen. Und die Claire macht jetzt einen Sekt auf. Ah, das ging ja. Die Claire, die tönt sich jetzt ihre Haare. Was ist das? Das ist der White Toner jetzt. Das sieht richtig lecker aus, als könnte man das essen. Das ist Silber. Mhm. So, Tutorial bei Claire. Trufte mit. Hi. Oh, mein Akku ist schon wieder leer. Aha. Wir machen uns jetzt fertig. Ja, ich glaube, ich habe den vorhin nicht richtig vollgeladen. Sieht mal wieder richtig lustig aus. Weil hier so eine Fensterfront ist und einfach jeder beobachten kann, der hier vorbeiläuft. Unsere Konstruktion. Und ja. Schminken uns jetzt. Wir haben, glaube ich, 11 Uhr irgendwas. So, wir sind jetzt fertig gemacht. Das ist mein Make-up für heute. Wie immer eigentlich. Ich kann mal mein Outfit zeigen. Okay. Erkennt man nicht wirklich. Das habe ich an. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt gleich dann los. Wetter ist okay, ist ein bisschen windig. Aber es regnet wenigstens nicht. Oh! Unsere Tür ist gerade voll aufgeflogen. Ich würde dann sagen, dann sehen wir uns in der Halle. Tschüssi. Wir sind da. Claire zieht sich aus. Wir haben jetzt unseren Spind. Es gibt dieses Jahr wieder Talk mit Leuten drauf. Voll süß, aber ey, so teuer, ohne Scheiß. Der wird aufgehoben. Wieder eine Krokette.
Straße ist. Wir sind wieder zurück. Wir haben 22 Uhr 21. Wir sind die 2 Stunden früher gegangen, einfach weil wir 3 Stunden lang jetzt einfach durchgehend von Stage of the Main waren. Weil am Anfang hat es uns irgendwie nicht ganz so gecatcht. Wir waren richtig enttäuscht, weil so ich höre Uptempo, ich höre auch gerne Uptempo, hat man ja in meinen Vlogs gesehen. Aber ich fahre halt nicht auf die Masters of Hardcore, dass auf der Main nur Uptempo läuft. Dafür gibt es ja Uptempo-Floors. Ich rede nicht davon, dass Uptempo-DJs Uptempo gespielt haben, sondern dass wirklich
Hardcore-DJs einfach die ganze Zeit am Anfang Abtempo geballert haben. Ich wurde gerade eben einfach von der Polizei kontrolliert. Das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich in 100 angehalten wurde, überhaupt Polizei gesehen habe. Und wir haben es gerade in der Sekunde vorher noch gesagt, krass, hier ist ja gar keine Polizei. Und dann bieg ich ab und auf einmal die ganze Straße gesperrt und der vor mir wird weitergewunken, hat das gleiche Auto gefahren wie ich, nur in einer anderen Farbe. Und dann habe ich einen Alkoholtest gemacht und einen Drogentest gemacht und ich habe aber halt alles vergessen, Führerschein, Fahrzeugpapiere. Aber er hat mich schnell fahren lassen, weil die Tests negativ waren und er meinte, eigentlich kriege ich einen Strafzettel. Ich glaube, der hat sich gedacht, das Mädel hat nichts konsumiert, so verpiss dich einfach schnell, so wir haben Besseres zu tun und ich bin echt froh, weil ich habe gegoogelt, das kostet einfach Fahrzeugschein vergessen 45 Euro und Führerschein vergessen 90 Euro. Aber jetzt mache ich gar nichts mehr. Also, tschüss. So, hallo, ich melde mich kurz mit meinem Handy, weil meine Kamera ist von der Tasche. Wir stehen jetzt vor unserem Hotel. Die Claire checkt jetzt gerade noch aus. Und dann fahren wir nochmal zu unserem Pflanzenzentrum. Die Qual der Wahl. Wie die alle so aufgereizt sind. Das sieht so süß aus. Ja, man muss sich halt irgendwie entscheiden, aber es ist schwierig. Ja, Mann, ey, es ist schwierig. Sie sehen hier aus.